machen wir weiter Schüler-Lehrerin-Liebe, okay? DJ, was hast du im Proboszelt gemacht? Oh, fuck! Ah. Oh, fuck! Hast du zufällig jemanden gesehen, der hier unverhältnismäßig viel genommen haben könnte? Kann ich einfach alles wieder so sein wie früher? Wie früher? Willst du mich verarschen? Ich gehe jetzt in den Wald, unsere Freunde retten. Und du kannst mich nicht aufhalten. Ich werde sie holen. Hey, diese Psychotante hat uns einfach verarscht. Die hat uns hier die ganze Zeit, das war alles von ihr geplant. Die hat einfach die Polizei gerufen und auf uns gehetzt. Ich versuche mich hier gerade irgendwie zu verstecken. Ich habe Madison an einem anderen, noch sichereren Ort platziert. Ich hoffe, dass sie sie gar nicht finden. Ich muss die Polizei irgendwie hinhalten. Ich habe so eine Angst, ich habe die Sirenen schon vorhin gehört. Ich hätte einfach nie in diese scheiß Villa gehen sollen. Wegen dir ist Lorena abgehauen. Meinetwegen? Ja. Sie ist eine Scheißverräterin. Das ist ihre Schuld, wenn sie in der Natur verreckt. Was für eine Scheiße! Du hast sie richtig schlecht behandelt. Ich habe sie schlecht behandelt? Ja. Ich bin der perfekte Anführer. Ich habe für alle gesorgt. Du bist so egoistisch. Nein. Nur weil du mit Frau Bra gevögelt hast. Ey, was ist hier los? Jetzt mal rauf, Walde. Okay, es ist gut, dass ihr da seid. Stell dich mal hin. Okay. Aufstellen, komm! Ich habe euch doch von den Essensvorräten erzählt, die geklaut wurden. Ja. Ich weiß jetzt, wer es war. Ich weiß es jetzt. Es war er hier. Der Eindringling, er muss es gewesen das sein. Das kann doch gar nicht sein. Wir können ihm nicht vertrauen, er ist es gewesen. Das stimmt doch überhaupt nicht. Dann ist es ja zu weit. Dann steche ich dir jetzt die Augen aus. Habt ihr alle vielleicht den Verstand verloren oder was? Komm, wir hauen ab, ey. Ja, aber jetzt endgültig und ihr dürft nicht wiederkommen. Nicht wiederkommen. Mir reicht's endgültig. Was denkt sich TJ eigentlich, wer er ist? Und von den anderen hätte ich das auch niemals erwartet. Warum sind die alle so? Ey, ich muss hier weg, ganz ehrlich, mir geht's überall besser als hier, wirklich. Boah, habt ihr das auf Kamera, wie ich ihn in die Flucht geschlagen hab? So, piu, pau! Und er so, Mami, Mami! Ja, so. Du bist mein Sidechick, was wir haben ist cool, aber Baby, das reicht nicht, nein. Denn du bist, ja, du bist, ja, du bist. Du bist mein Sidechick. Ich hab noch nie so einen guten Film gesehen. Man kann einfach von da nach da jumpen. Stell dir mal vor, man könnte sich im echten Leben teleportieren. Wie geisteskrank wäre das? Du könntest zum Frühstück eine Runde nach Paris Croissant essen gehen und dann einfach nach dem Frühstück schwupps eine Runde auf die Malediven schwimmen. Oh, oh mein Gott, das wäre so wild. Geil. Alter, das wäre die krasseste Fähigkeit, die man haben kann. Ja. Oh, ich werde es machen. Also ich werde jetzt auch mal jumpen und zwar aus dem Zimmer. Ich will euch beiden Tudeltrauben ja nicht weiterhin stören. Und zwar? Trauben? Tudeltrauben, ja. Tudeltauben. Das heißt Tauben. Das heißt Turteltrauben. Nein, der Vogel. Es heißt Turteltrauben. Wie Täubchen. Turteltauben. Hallo? Tauben. Ich sag es, wie ich will. Okay. Ja, dann sag Trauben. Viel Spaß. Von mir aus. Okay. So komisch manchmal. Ich hab ein Geschenk für dich. Ein Geschenk? Ja, Augen zu. Habe ich extra hier versteckt. Voila, Augen auf. Nein! Habe ich gefunden. Oh, wie cool! Gestern schon, ich wollte dir aber erst heute geben, dass ich dich noch ein bisschen länger tragen kann. Dankeschön. Ah, voll cool. Du, weißt du was? Ich plane vielleicht schon so lang unser erstes Mal. Okay. Und ich glaube, jetzt ist der richtige Zeitpunkt. Heute. Und zwar in einem dunklen Raum. Okay. Ich weiß nicht, ich finde das irgendwie cool. Gell? Okay, auf jeden Fall. Also, dunkler Raum. Ja. Also wir müssen auf jeden Fall kurz das Licht anmachen, um das Kondom drüber zu tun, weil das ist super wichtig, dass das richtig ist. Und dann, von mir aus, können wir es dunkel machen. Okay, ich gehe jetzt in den Raum, mache ihn dunkel und leg mich schon mal hin. Und du kommst nach, oder? Okay. Bis gleich. Bis gleich.
bin so aufgeregt. Ich habe auf den Moment so lange gewartet. Das erste Mal mit einer Person zu haben, die ich so mag. Das wird so cool. Siehst du wirklich nichts da oben? Ich sehe wirklich gar nichts. Hast du in jede Richtung probiert? Warte mal, ist dunkel. Doch, da hinten. Ich sehe ein weinendes Mädchen. Ehrlich? In die Richtung. Los, da, da. Lauf. Nein, links. Nein, das andere links. Ja, genau, da. Lorena? Frei. Oh, endlich. Frei. Ich bin schon seit Stunden im Wald und ich kann einfach niemanden mehr finden. Wo sind die anderen denn? Ich weiß es nicht. Die sind irgendwo ganz tief im Wald. Wie geht's dir? Ist okay. Ich will jetzt einfach nur noch aus dem Wald raus. Aber wir müssen eigentlich noch die anderen finden. Nein, die sind so tief im Wald drin und TJ dreht sowieso gerade durch. Ja, okay. Es ist schon sehr dunkel, das stimmt. Ja, aber wir haben da hinten eine Villa. Wir schaffen das. Hi. Das ist Sophia. Ich bin Sophia. Nein, gib ihr mal lieber nicht die Hand. Sie hat einen zu starken Händedruck. Also das ist ein bisschen, Lorena. Das wird dir wehtun. Okay, alles klar. Es ist dunkel geworden. Ich würde sagen, folgt mir. Ich beschütze euch. Das klingt doch mal nach was, ne? Ich bin so unendlich glücklich, dass Fly mich gefunden hat. Ich hatte schon so Angst, dass ich die ganze Nacht hier im Wald alleine verbringen muss. Aber jetzt ist ja zum Glück alles wieder gut. Ich bin wieder da und wie ich sehe, hast du geschafft, dein Feuer zu machen. Sehr gut. Sag mal, sind alle schon wieder zurück? Ja. Die sind in den Zelten oder noch hier in der Nähe. Sehr gut, TJ. Ich wusste, ich kann auf dich zählen. Ich gehe jetzt schlafen und wir sehen uns dann morgen früh. Scheiße. Wow! Chill, alles gut. Ich bin wirklich nur gekommen, um dir ein Friedensangebot zu machen. Und um dich eventuell zu mir einzuladen. Aha. Und ich bin leider auch wirklich nicht ehrlich gewesen zu dir und auch nicht zu den anderen. Und ihr tut mir sehr leid und du vor allem auch. Ich habe mich gar nicht verlaufen. Ich wohne eigentlich direkt dort und es tut mir leid. Falls ihr Lust habt, könnt ihr sehr gerne vorbeikommen. Ich würde mich freuen. Wäre gut, wenn ihr diesmal nicht mit reinkommt. Ich habe ein bisschen was anderes vor. Baby! Zum Glück weiß er nicht, dass schon einer von uns drin ist. Ach, ich bin so ready. Sag mal, irgendwie fühlen sich deine Brüste größer an als sonst. Stanley? Es ist nicht das, was du noch... Wollt ihr mich verarschen? Das ist doch das Widerlichste, was es gibt! Ich bin in dieser Drecksvilla, sieht jede Faktür gleich mit hier Zähne putzen! Ach Schatzi, komm doch zurück! Rein, das Zimmer. Wie cool. Na? Und mit der Tasche bist du jetzt geflüchtet? Die ist doch voll klein. Ja, aber da passt mehr rein, als man denkt. Und wir tragen ja sowieso immer das Gleiche. Naja. Ja gut, stimmt. Aber danke nochmal, dass du mich aus dem Wald gerettet hast. Ich war da voll verloren. Du warst irgendwie voll mein Held. Das ist gut, du musst dich nicht die ganze Zeit bedanken. Also, dein Held? Ja. Welcher denn? Also war das eher so in Richtung Spider-Man oder Superman? Batman? Batman. Ja,
Das Zimmer ist übrigens voll schön. Also, ja. Das ist, ne? Das ist echt schön. Sehr gemütlich. Auch die Matratze und die Bettdecke, die hält auch schön warm. Das ist das Gemütlichste, was ich hier finden konnte, irgendwie. Ich will dich auch eigentlich gar nicht weiter stören, so. Du hast ja einen langen Tag hinter dir. Ja. Ich gehe dann mal, da hinten sind dann auch, da ist auch ein Kinderbett und ein Boden, der ist ein bisschen kälter, aber alles gut. Ich penne dann einfach dort, ne? Okay. Gut. Schlaf gut. Danke, du auch. Dankeschön. Dummer Idiot. Wie dumm kann man sein? Was für Babybett? Warum kalter Boden? Was rede ich da? Was? Ich weiß gar nicht, was ist mit mir los? Warum verhalte ich mich so komisch? Ah. Fly? Oh. Hey. Ja, ich wollte nur sagen, du kannst auch hier schlafen. Ja? Ja. Geht es für dich in Ordnung? Ja, klar. Ja, gut, dann. Dann komm ich mal. Cool. Gut. Komm alle her! Komm! Kommt! Kommt alle her! Du, ich könnte dir, wenn du magst, mein Schlafzimmer zeigen. Ich kann mich echt nicht erinnern, wann ich das letzte Mal so schön aufgestanden bin. Alter! Wie egoistisch bist du? Alter, wie ist alles chillt, bitte! Ja.